Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei Unturned. Mein Name, fight with me, please. Mein Name ist Silex und ich habe lange drüber nachgedacht, ob ich Unturned weitermache oder nicht. Und letztlich habe ich mich dazu entschieden, es weiterzumachen. Und zwar so wie auch bisher, dass ich das einfach ein bisschen spiele und ein bisschen aufnehme und nicht groß schneide. Oh Gott. Und dann einfach die Folgen, so wie sie sind, quasi hochlade. Ich bin jetzt einfach auf irgendeinem Server connected und mit etwas weniger Leuten drauf als letztes Mal und Hello! Hi! Hello! 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 Ich musste gerade die richtige Taste suchen. What's up, dudes? Dudes. Ja. Und du? Have a nice day. Bye bye. Okay. Ich werde das garantiert erschossen. Ich glaube aber, die haben jetzt den Airport wahrscheinlich schon gelootet. Also wird hier wahrscheinlich nichts sein. Wobei, die brauchen natürlich ganz andere Sachen als ich. Für mich ist auch hier zum Beispiel schon diese Hake ein wertvolles Utensil. Oder der Hockeyschläger. Ich will den Hockeyschläger. Ja. So. Der ist ja für mich schon ein sehr wertvolles Utensil. Während die sowas ja schon alle haben. Oh, sehr gut. Polizeiweste. Ja, sehr gut. Es geht bergauf. Also, wie gesagt, ich spiele das doch noch ein bisschen Unturned. Ich weiß noch nicht, wie lange. Weil ich schlicht und ergreifend nicht weiß, wie lange das noch wirklich unterhaltsam ist. Also, wie lange mir das noch Spaß macht und ja, ob das überhaupt ein langwieriges Projekt ist oder ob man irgendwann sagt, okay, jetzt ist auch mal gut. Aber das wird man dann letztlich sehen, wie sich das entwickelt, wie viel Spaß mir das noch macht nach einer gewissen Zeit und genau. Davon werde ich das Ganze so ein bisschen abhängig machen. Und ich habe nämlich noch ein paar andere Projekte momentan, die ich gerne spielen würde. Allerdings will ich es nicht übertreiben mit gleichzeitigen Projekten. Nur eine Pilotenmütze. Deswegen jetzt erstmal Unturned weiter und dann mal schauen. Wie ich gerade schon im Prinzip ausführlichst erläutert habe. Und so, wir gehen mal in diesen Tower rein. Das Problem an Unturned ist ein bisschen, ich weiß nicht. Also ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Früher hat das so mit Freunden echt Spaß gemacht. Vielleicht muss ich mir einfach wieder ein paar Freunde ranholen, mit denen ich das zusammenspielen kann. Aber an sich würde ich halt eigentlich lieber ein Singleplayer-Spiel, sage ich mal, spielen. Also wirklich ein richtiges Singleplayer-Spiel, was man nur alleine spielen kann. Und was auch alleine Spaß macht. Wie sehr das hier in Unturned gegeben sein wird, werden wir ja erleben. Also bisher macht's noch Spaß, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich das vielleicht relativ zeitnah ändern könnte. Deswegen, ja, muss man einfach mal schauen. Also die brauche ich nicht mehr. Die Hake brauche ich auch nicht mehr. Das Messer tue ich da mal in der Hand. Wie ist das jetzt mit der Weste? Habe ich die ausgerüstet? Ja, ne? No, equip. Flup. Ja, sehr gut. Gut, dann lasse ich den Hockeyschläger mal fallen und equippe noch die Taschenlampe, falls es dunkler wird. Ach so. Kann ich das nicht irgendwie... Jetzt habe ich das fallen lassen. Verdammt. Ah, jetzt. Okay, sehr gut. Weil ich glaube, dass die Machete noch nicht besser ist als der Hockeyschläger. So. Ich gucke mal noch da hinten in dem Hangar nach und dann würde ich sagen, bewegen wir uns mal weiter, dass wir uns irgendwie noch andere Punkte hier mal ein bisschen zu Gemüte führen und erstmal die Machete ausprobieren. Okay, ich glaube, die ist genauso gut wie der Hockeyschläger. Einmal rechtsklick und einmal gerade, einmal linksklick macht dann den Zombie entsprechend kampfunfähig. Eins, zwei, drei. Ja, oder dreimal normal, ne? Gut. Da hinten links hat auch irgendjemand schon sein Haus gebaut und obendrauf hier auf diesem Wachposten sind auch schon Wände. Das
will ich mir jetzt gar nicht zu sehr angucken. Und ich will jetzt auch unterwegs natürlich schon ein paar Zombies mitnehmen. Okay, es gibt keinen Schleichangriff. Weil je mehr Zombies tot sind, desto weniger Zombies können uns gleich auf dem Rückweg ärgern. Das sind doch die Sounds von Zombies aus Minecraft, oder? Dieses klang zumindest so. Also ich glaube, die beiden Dudes, mit denen wir gerade gesprochen haben draußen, haben tatsächlich hier schon alles mitgenommen, was es hier so gibt. Metal Scrap nehme ich mal mit. Weil viel mehr gibt's hier auch offensichtlich nicht. Metal Bar. Das könnte es tatsächlich schon gewesen sein. Was ich halt gerne hätte, wäre irgendeine Schusswaffe oder irgendeine Fernkampfwaffe. Und wenn es nur ein Bogen ist, das wäre eigentlich schon mal ziemlich geil. Um halt auch ein bisschen auf größere Distanzen quasi sich wehren zu können. Also gegen andere Spieler, die auf mich schießen oder sowas. Damit ich da nicht komplett wehrlos ausgesetzt bin. Aber gut. Es sei uns nicht gegönnt. Alles klar, dann bringe ich noch hier die beiden über die Wupper und dann würde ich sagen, verlassen wir mal den Flughafen und bewegen uns ein bisschen weiter ins Inland hinein. Na, komm, so. Vielleicht finden wir ja noch etwas sehr Nützliches unterwegs. Also, hoffe ich es mal. Geil wäre natürlich auch, wenn man irgendwie die Flugzeuge hier fliegen könnte, aber ich glaube, das ist nicht möglich und nicht geplant. Ich habe aber eben gesehen, es gibt einen Mod. Damit hat man dann, oder damit kann man dann bauen ein U-Boot. Oh, ein Fahrrad. Okay, da müssen wir gleich hin. Also, genau, Modding kann man hier auch betreiben. Ich habe mir noch nicht angeguckt, wie ausführlich das Ganze ist, aber es geht. Oh, Police Top. Police Cap. Na, bin eigentlich ganz zufrieden so. Na, da lag doch was. Ein Ace Clip. Ja, Munition. Nehme ich mal mit. Ich habe zwar keine Waffe, aber wenn ich eine Waffe habe ohne Munition, ist auch blöd. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal provisorisch mit. Oder vorsichtshalber. Prophylaktisch, nicht provisorisch. Und schwinge mich hier auf das Radl. Und ab geht's! Platz da, hier komme ich. Ob das so viel besser ist als zu Fuß, das weiß ich auch noch nicht. Aber wir sind mobil. Ha. Tschüss, ihr Versager. Oh Gott. Ah. Okay, die Blauen können scheinbar Fernkampf. Merken wir uns das mal. Wir werden irgendwie langsamer. Ach so, man muss auch Shift gedrückt halten. Aber da verliert man Energie, wie ich das sehe. Oben, unten rechts. Ah, okay. Cool, vielleicht sollte ich doch zu Fuß weitergehen. Vielleicht ist das doch irgendwie effektiver als mit dem Radl. Oh Gott, im Himmel. Ah, da vorne sind Gebäude. Vielleicht können wir noch irgendwie bis dahin radeln. Das wäre doch super. Also 30 Kilometer pro Stunde kriege ich zu Fuß nicht hin, ne? Also, das möchte ich nur mal so anmerken. Und wenn das gerade furchtbar langsam aussieht, wir sind immerhin mit 27 km/h unterwegs. Und jetzt sogar mit 40. Also, das ist schon eine rasante Geschwindigkeit, die wir hier drauf haben. Und Gas, 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 Gas. Was mich ein bisschen stört, ist irgendwie die fehlenden Hintergrundgeräusche. Also es ist ja gerade quasi stumm. Wenn ich jetzt nicht reden würde, hätte dieses Video quasi keine Tonspur, so gesehen. So, Schritt hört man wenigstens. Hinein ins Gebäude. Hallöchen. Ja, so. Ich glaube, ich kann auch gleich mal mich irgendwie ans Crafting setzen. Also, ach Quatsch, ans Leveln. Das habe ich auch noch gar nicht gemacht. Das haben wir auch in der letzten Folge nicht gemacht, auch wenn wir da einiges an Erfahrungspunkten eigentlich gesammelt haben. Hier ist nichts. War hier vielleicht schon jemand? Fishing Bottom. Brauche ich nicht. Weil das Leveling bringt natürlich so immense Vorteile mit sich, die man auch ausnutzen sollte. Kann ich hier eigentlich wieder den. Bah, ja. Ah, was bist du denn? Ja, Fedora.
Was will ich denn mit einem Fedora? Da, Mais. Mais nehme ich mit. Dieses Mais mit Körperpeeling. So. Hier ist nichts. Hervorragend. Ganz, ganz hervorragend. Von da hinten kommen wir, ne? Genau. Dann ist hier ein Hockeyplatz. Da kann ich mal drauf gehen. Da wird wahrscheinlich ein Hockeyschläger rumliegen. Das will ich zumindest hoffen. So. Das ist so cool. Das ist so cool. Ist aber kein Hockeyschläger hier. Aber das ist trotzdem mega cool. Also, ich bin ja auch in echt bin ich ein großer Fan von Eishockey. Ja. Und, Hello! Hi, Friend! Er hat mich abgelenkt. Ich wusste, dass er arbeitet mit den Zombies zusammen. Ich glaube, er hat mein Fahrrad geklaut. Kann das sein? Tja, gut. Ist ja auch egal. Ich bin zu Fuß eh viel mobiler unterwegs, ja. Also viel flexibler. Und wenn er weiterfährt, okay, es gibt schon mal fliegbare Flugzeuge. Wenn er weiterfährt, klaut er immerhin nicht meinen Loot. Da hinten fährt er, ich habe ihn genau gesehen. Verfolgt von einer Horde Zombies. Fernglas. Ach ja, ich sollte die Sachen mal vielleicht doch mitnehmen, ne? So, Klamotten. Aber wir können ja aus den Klamotten, uns quasi Erste-Hilfe-Materialien machen. Salvage. Salvage. Genau, jetzt haben wir nämlich Cloth. Wir können uns daraus erstmal Materialien machen, ne? Oh Gott! Oh Gott! Wir wurden verarscht. Wir wurden verraten. Der Typ da, der hat uns hier reingelegt. Der hat uns sofort. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Gibt's denn hier irgendwo eine Tür oder so? Hello. I surrender. Please don't shoot. Oh. Gut. Ah. Hei. Hei. Das war ein Abenteuer, du. Oh Gott. Habt ihr gesehen, was ich gerade auch gesehen habe? Ich muss diesen Zombie erledigen. Habt ihr das gesehen? Schaut es euch an. Oh, was bist du? Blue Flare, brauche ich nicht. Oh, ein Feuerwehrauto. Ja. Oh. Kann ich irgendwie... Oh no, da ist kein Sprit. Und ich weiß auch nicht, wie ich das Blaulicht anmache. Aber es gibt Feuerwehrautos. Was ich allerdings auch schon vorher wusste, weil ich habe früher mal hier in Antwerpen, weil ich das mal auch mit einem Freund gespielt habe, in einer Feuerwache gehaust. Das war cool. Oh, Hughes. Ah, ne, jetzt sehe ich mir das nicht durch. So, was haben wir hier noch? Nix. Doch, da. Lettuce. Gut, nischt. Also irgendwie glaube ich, dass diese Stadt auch schon näher geräumt wurde. Vielleicht sollte man sich einen Server suchen mit noch weniger Leuten. Also der letzte Server, auf dem wir waren, in den letzten beiden Folgen, da waren irgendwie, glaube ich, 30 Leute knapp drauf. Hier sind jetzt nur 10 drauf. Oder 12. Und ich dachte, das wäre jetzt vielleicht so, der Schlüssel zum Erfolg, weißt du? So, weniger Leute, mehr Loot. Ja, war leider nicht so. Hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Gut. Oder halt auch eben nicht. Wir sollten vielleicht uns mal irgendwie auf den Weg machen in diese große Stadt. Gucken, ob wir da vielleicht irgendwie was finden, waffentechnisch. Ich habe aber keine Ahnung, wie wir da hingelangen. Haben wir eine Map? Wie war das denn? Ja. Die große Stadt war, glaube ich, Alberton. Also die ich meine. Die ist aber gar nicht so groß. Genau, wir kommen da oben vom Belfast Airport. Dann ist jetzt die Frage, wo gehen wir als nächstes hin? Wir könnten natürlich uns an der Wellington Farm vorbeischlagen Richtung Charlottetown und dann zurück nach Alberton. Und dann irgendwann auch in die Somerset Military Base. Ich glaube, das wäre tatsächlich so der Way to go, sag ich mal.
Aber erstmal würde ich gerne leveln. Genau, ich mach mal das. Wie viel haben wir denn? 86, okay. Eigentlich ist Melee, glaube ich, gar nicht schlecht. Punch a Melee with greater force. Ja, ich mache mal weiter Melee. So. Weil wir haben ja im Prinzip nur gerade eine Melee-Weapon und das ändert sich wahrscheinlich auch so schnell nicht. Und selbst wenn, würde ich, glaube ich, gegen Zombies weiterhin mit meinem Messer vorgehen. Schlicht und ergreifend, weil ich die Munition, glaube ich, lieber für Spieler aufhebe, die mir auf den Nerven gehen. So, ich glaube, ich gehe dann jetzt hier einmal so einfach quer durchs Gemüse und dann auf die Straße. Das schauen wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Unturned. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.